Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 Großstadtleben. Die Miko hat heute ihren großen Tag. Sie muss ganz dringend Dampf ablassen. Die macht sich gerade schon frisch, denn im letzten Part hat die Sunny ihr ja erzählt, was sie gesehen hat, was der Akira gemacht hat. Und ja, wir werden heute den guten Akira mit der Miko mal besuchen. Die Miko hat heute frei. Das ist natürlich sehr gut. Und huch. Der Chef ist von Sunnys Arbeit nicht begeistert. Die ist Sunny zu Hause erledigt hat, also die Arbeit. Sunny erhält 139 Simoleons. Ah, okay. Das ist ja ein bisschen mies. Aber es ist immer noch recht gut. Sunny, wir schicken die Sunny heute mal zur Arbeit. Ja, so machen wir das. Damit wir uns voll und ganz auf die Miko konzentrieren können, weil ich denke mal, die Miko wird vielleicht auch nicht so gut drauf sein, wenn sie mit dem Gespräch mit dem Akira fertig ist. Wir werden es mal sehen. Ich denke mal, die beiden werden sich schon ausquatschen und dann, ja, eventuell machen sie weiter oder die werden einen Schlussstrich ziehen. Wir schauen einfach mal, was passieren wird. Es wird auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall, ja. Wirklich. Echt. So. Sunny. Achso, du hast noch eine Stunde Zeit. Blickblock, okay. Spielen. Ich habe mal falsch gelesen. Die Miko bereitet sich schon mal seelisch und moralisch drauf vor. Die fühlt sich schon mal chronisch unwohl. Blendet den Müll jetzt einfach mal aus hier. Konzentrierter Dekor. Okay. Gute Schwingung. Wegen Merkmal gut. Gute Sims lieben es, sich in der positiven Gefühlen anderer zu suhlen. Okay. Wer ist denn hier positiv gelaunt? Eigentlich dürfte ja keiner so wirklich positiv gelaunt sein. Nach der ganzen Sache mit Akira. Wobei, naja, Sunny, die geht das ja nichts an, ne? Aber Miko, ja, wie gesagt. So, ich würde mal sagen, bitten zu plaudern, Akira. Okay, wir werden ihn jetzt mal zur Rede stellen und dann schauen wir mal, was passiert. Und es geht los. Und da ist er. Skuno. Oh, das ist Heuchelei. Das ist Heuchelei. Romantik. Warte mal, Unfug. Absurdes Gerücht behaupten. Nein, gemein. Beleidigen. Kalte Schulter zeigen. Mach mal das mal. Hört doch jetzt mal auf, so freundlich miteinander zu reden. Okay. Also er schaut auf jeden Fall schon so, als wüsste er, was er gemacht hat. Über anderen Sims abblitzen lassen. So, okay. Da kommen wir der Sache schon näher. Doch, hört doch mal auf zu lachen. So, okay. Also ich glaube, jetzt weiß er, was er gemacht hat. Verspotten und beleidigen. Und dann gehen wir einfach weg. So machen wir das. Ja, ich glaube, so würde jeder reagieren. Ich denke mal, ja, er kriegt jetzt schon ganz schön viele Vorwürfe an den Kopf geknallt, aber er hat es ja eigentlich so gesehen verdient. Wobei, die Miko, wie gesagt, ist ja selbst kein frommes Lämmchen. Die macht es ja genauso, aber das weiß er ja nicht. Das weiß er ja nicht. So, okay. Ich würde sagen, das reicht. Ich würde sagen, ja, das reicht. So, wir gehen wieder heim. Wir können mal ein bisschen was für den Spaß tun. Film ansehen, Sims aus den... Ein Sim im Liebeswahn. Die ungeschickten Schwestern, Heimkehr, verlorener Hund. Büffel und Pauken. Ein Sim im Liebeswahn. Tu mir das mal, so eine liebe Schnulze. Also, nach so einer Aktion tut das immer ganz gut.
sowas zu sehen, finde ich. Es ist. Und der Akira, der lässt jetzt erstmal hier einen Dampf ab vorm Spiegel oder was? Ja, das sieht echt so aus. Also scheinbar trifft es ihn auch so ein bisschen, ne? Also, so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Und die Miko scheinbar. Also die Miko hat hier echt kein negatives Ding. Ah, Sunny, kannst du mal bitte zur Arbeit gehen? Tim, Tim. Alter, Sunny. Fehlt bei der Arbeit 10. Oh, verdammt. Wir fehlen schon 2 Stunden. Na, super. Okay. Na, super. Was jetzt? Kommt er wieder zurück? Wieso kommt er hier rein? Der hat doch keinen Wohnungsschlüssel, kann das sein? Moment mal, er hat keinen Schlüssel. Nein, er hat keinen Schlüssel. Wieso kommt er hier rein? Mal ganz ehrlich. Er sitzt auf Sunnys Bett. Alles klar. Wir könnten ja rein theoretisch auch mal hier weiter die Schlafzimmer gestalten. Die sind immer noch ziemlich lieblos und kahl. Wir haben ja jetzt recht gut Geld. So, er setzt, na toll, er setzt sich jetzt ganz einfach so daneben, als wäre nichts gewesen. Das ist ja natürlich wieder super toll. Aber sie geht weg. Okay, sie ignoriert ihn. Oder? Sie geht zur Toilette. Guck mal, du kannst ja hier mal so ein bisschen auffischen und, nee, erstmal nicht mehr. Und dann würde ich sagen, wir können ja mal hier genau bitten zu gehen. Genau. Wir sind ja natürlich, die Miko ist ja natürlich sauer auf ihn, deswegen bitten wir ihn einfach, sich aus dem Staub zu machen und zu gehen. Und natürlich hier noch. Was ist das? Mit Akira plaudern. Freundschaftliche Beziehung, okay. Es ist schwierig, es ist schwierig. Aber ich denke mal, so wie es aussieht, hat sie sich entschieden. Aber ihm geht das nicht ganz, an ihm geht das scheinbar nicht ganz spurlos vorbei. Er hat sich ja hier am Spiegel hat er sich ja den Frust von der Seele geschimpft. Aber wir schicken ihn jetzt erstmal nach Hause, weil das ist ein bisschen verrückt oder unpassend, dass er jetzt hier ist. Und ja, deswegen geht er erstmal heim. So, die Miko, die kann ja mal schauen, was hier so abgeht. Die kann, was kann die Miko machen? Ich habe ja so eine Vorstellung. Sie kann ja, die Miko, die kann einfach mal, Honey Pop Karaoke Bar. Meishuno Meadows, okay. Hier gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel. Das ist ein bisschen doof. Willow Creek. Wir schauen mal, was wir hier haben. Ich suche ja sowas wie eine Bar oder sowas. Wedding, Church and Party? Nein. Wir können uns ja den Frust rein theoretisch mal ein bisschen abtrainieren gehen mit der guten. Die Sunny und die Miko, die waren ja am Anfang sowieso beide zusammen im Fitnessstudio gewesen und ja, wir könnten da mal wieder ein bisschen was nachholen mit dem ganzen Training und so. Das darf man ja natürlich nicht vernachlässigen, obwohl wir es ja schon getan haben. Na, mal schauen. So, mal gucken, wie sie sich schlägt. Und mal gucken, was da noch so für Leute kommen werden. Wir können ja nee, Gewichte heben ist nichts so richtig für sie. Sie kann ja hier mal ein bisschen aufs Laufband gehen. Ausdauerlauf. Mal gucken, was hier noch, wie gesagt, mal gucken, was hier noch für Leute kommen. Wie sieht die 2. Etage aus? Ah, das ist leider nur so ein Standard-Fitness-Center. In anderen gibt es, kann man Yoga-Kurse besuchen. Das fehlt hier so ein bisschen und deswegen, ja, es ist halt. Wer bist du? Bjergsen? Nee, nee, du bist nicht Bjergsen. Ken Sanchez, okay. Ah, der Fitnesstrainer. Oh, hallo. So ein Fitnesstrainer hätte ich auch gern. Ah, ich habe so einen Freund. Ich habe so einen Freund. Der macht auch viel Sport. Und ja. Ich habe sozusagen einen Personal Fitness Trainer, außer dass ich Fitness mache.
ohne dass ich Fitness mache. So, okay. Können wir Interaktion mit dem Trainer durchführen? Trainer, Ken zum Training ermutigen. Ken zu unterrichten bitten. Okay. Gibt er dann Unterricht? Komm nochmal her, Ken. Mensch. Jetzt. Mal gucken, wie das aussieht. Aha, okay. Ausdauerlauf, Comedy-Kanal schauen. Was ist jetzt? Okay. Ich würde sagen, die Sunny, die kann ein bisschen Kontakt knüpfen, natürlich mit ihrem Liebling. Die beiden können ja so ein bisschen telefonieren oder was weiß ich, was man halt so macht. So, ihr telefoniert oder macht zum Beispiel, wie heißt es gleich, WhatsApp mit Bildschirmübertragung, also mit Facecam. Und dann habt ihr auch was voneinander und dann, wir schauen heute mal, dass wir uns heute mal nur um die Nico kümmern, weil das ist ja schon nicht ganz einfach, was sie heute so durch hat. Und ja, von daher hat die Nico heute so ein bisschen unsere Aufmerksamkeit verdient. Aber wir haben einen guten Fitnesstrainer da. Kann das doch schon echt besser werden. Da kann man sich den Frust von der Seele laufen. Wobei, ja, wir haben ja keinen Frust. Also, das ist komischerweise echt cool. Das ist komischerweise echt cool, dass wir trotz diesem, naja, dieser kleinen Liebelei, den Frust, den wir bei der Liebelei jetzt bekommen haben, dadurch, dass Sunny den Akira mit einer anderen gesehen hat, wer wissen wir ja nicht. Da kam mir nur Herzen aus der Tür geflogen. Sunny ist ja natürlich Mikos beste Freundin. Und die Sunny erzählt der Miko das ja natürlich, was sie gesehen hat. Und Miko, ja, eigentlich müsste, Miko ist dann hin, hat Luft gemacht. Hat sich Luft bei dem Akira gemacht. Und eigentlich müsste sie jetzt recht mies drauf sein, aber ist sie nicht. Also, die Miko ist ja eine Serienromantikerin und die, schaut ja sowieso gern mal auch andere an, also andere Typen, Jungs und was weiß ich. Und wahrscheinlich geht ihr das einfach nicht so nahe, wenn da mal irgendwas, eine Beziehung platzt oder eine Liebelei in die Brüche geht. Sie ist halt scheinbar echt hart im Nehmen, wo ich denke, die Sunny ist... Oh, ja, wer bist du? Don Lotario, okay, dich kennen wir auch schon. Wo die Sunny, die ist ja dann wieder ganz anders. Die will ja die Liebe des Lebens finden, den festen Freund für immer haben. Und ja, das ist halt, sind halt beste Freundinnen, aber zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Das ist interessant. Wobei ich dachte, die beiden könnten eigentlich ungefähr gleich sein, aber dieses Merkmal, das bringt die beiden halt charakterlich auseinander. Dass die bestreben. So, jetzt haben wir ein schweres Wort. Okay, ich würde sagen, das reicht, bevor wir uns hier mit ihr noch mehr anfeinden. Ich weiß jetzt nicht, warum wir hier jetzt einen roten Balken bekommen, aber gut. Okay, gut, es reicht. Ich würde sagen, Frust von der Seele gelaufen. Da können wir erstmal wieder nach Hause gehen. Weil wir wollen ja natürlich auch mal nach der Sunny gucken. Hanna! Unsere Hanna kommt. Hanna. Ein Kind von der Nikki von der 100 Baby Challenge. Und mit der Hanna haben wir auch die Castaway Challenge bestritten. Mit dem Elias zusammen. Und ja, die beiden sind jetzt schon Mutti und Vati eines wundervollen Sohnes. Und ja, wenn euch das interessiert, schaut einfach mal in den Playlisten bei der Castaway Challenge. Die war auch ganz interessant. Viel Spaß. So, auf geht's wieder nach Hause. Mit dem Mikrofon kannst du deine Comedy-Fähigkeit trainieren und Gäste zum Lachen bringen. Aha. Alles klar. Okay. So. Okay, die sind schon fertig mit Telefonieren. Pfannkuchen essen. Nein, wir wollen der Sunny mal nicht den Pfannkuchen wegessen. Dann könnt ihr beiden euch mal unterhalten und
Hüftstoß. Nein, wo ist es denn? Nach Tagfragen. Und dann nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Wo ist es denn? Da, tiefgründige Unterhaltung. Und dann, ja, dann müsste eigentlich wieder alles okay sein. Weil, wie gesagt, neuer Freund, Freundschaft geschlossen, dekoriert. Neue gute Freundschaft. Wie haben wir denn eine Freundschaft geschlossen? Morgan, Oliver. Sunny? Ken. Ken Sanchez. Das ging echt schnell. Okay. Gut. Nicht schlecht. Wir haben uns jetzt mit dem Ken Sanchez angefreundet. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Jetzt hatte ich kurz Angst, dass das Spiel sich aufhängt. Aber alles gut. So, ihr zwei. Wie sieht's denn aus? Hast du... Tagesaufgabe. Followern Witz erzählen oder in Foren trollen. Nicht begonnen. Okay. Ich würde aber sagen, wir lassen die Tagesaufgabe mal ruhen. Und wir rufen mal den guten... Wie heißt er? Aaron. Genau, Aaron. Wir rufen mal den guten Aaron zu uns. SMS schicken, plaudern. Nee, warte mal. Nach Hause einladen. Jetzt. So, wo ist er denn jetzt hier? Nicht dabei? Ernsthaft. Leute. Nicht dabei. 18:48. Warum nicht? Okay, wir plaudern, SMS schicken. Um Verabredung bitten. Okay, wir schicken ihn dann halt einfach mal nur eine SMS. Dann muss das reichen. So. Gucken, vielleicht kommt ja was zurück. Was macht die Miko? Die ist energiegeladen. Sehr energiegeladen sogar. Die könnte rein theoretisch mal das Waschbecken hier putzen mit Elan. Okay. Putzen mit Elan. Das würde ich auch mal gerne. Putzen mit Elan. Das ist ein bisschen selten. Oh nein, was macht ihr? Stört sie das gar nicht? Angenehmes Gespräch. Okay, sie stört das scheinbar gar nicht, dass jetzt ihre Privatsphäre gestört wurde. Telefonstreich. Um Verabredung bitten. Mal gucken, ob er jetzt dabei ist. Oh nein. Samstag. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das noch anders. Gesellschaftliches Ereignis planen. Mal gucken, was wir da für Möglichkeiten haben. Sunny wollte schon wieder irgendjemand mit der Voodoo-Puppe ärgern. Sie ist ja auf Miko fixiert, die Puppe. Okay. Hausparty. Tanzparty. Geburtstagsparty. Machen wir mal eine Würstelparty. Okay, geiler Abendessen. Oh ja. 7-Gänge-Menü. Das hatten wir letzte Woche auch. Im Urlaub. Nicht schlecht. Prestigeveranstaltung. Machen wir mal eine Tanzparty. Genau. Und dann laden wir unsere Mädels ein. Die Miko nehmen wir mit. Aaron nehmen wir mit. Da ist er jetzt. Super. Die Morgan nehmen wir natürlich mit. Und den nicht. Und die Jade, die fehlt noch. Und der Oliver. Oliver, okay. So. Und dann wähle einen Ort. Nachtclub, Diskothek, Pan-Europa, Nightclub. Da nehmen wir diesen. Und auf geht's. Wie spät ist es eigentlich? Ist es überhaupt schon Zeit für eine Tanzparty? Ich weiß gar nicht.
es dürften ja rein theoretisch jetzt auch keine anderen Sims in den Club kommen. Da wir den ja jetzt sozusagen gemietet haben, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. So. Nee, die sind nicht zu uns. Okay. Kommen die trotzdem rein? Das wäre jetzt ein bisschen doof. Oh, guck mal, die Sunny kann ihren Schatzeller mal begrüßen, mit ihm flirten und ein bisschen knutschen. Nein, ein Kuss hauchen. Okay. So. Und der Oliver fehlt. Der Oliver fehlt. Der Oliver fehlt. 20.05 Uhr. Auf jeden Fall ist Zeit für Party. So, Miko. Guck mal, Miko, du kannst ja mal ein Solo singen. Oh, verdammt. Rock, Jazz, Country, Disco. Machen wir mal Disco. Heißer Sommer. Auf geht's. Tu es! Und der Jacqueline Lachine ist auch da. Nur der Oliver fehlt. Oh, hier, Miley. Miley Cyrus kommt. Die habe ich auch mal runtergeladen. Die ist echt ganz gut gelungen, finde ich. Wenn man sie noch mal angucken könnte, Mensch. Tada! Echt gut gelungen, oder? Was findet ihr? Aber ist nicht meine Miley. Die habe ich nicht erstellt. Okay, Tanzparty. Sehr kokett, okay. Ihr könnt ja mal hier zusammen Tanz in der Runde, Moves präsentieren, Tanzwettbewerb. Nee, das wollen wir nicht. Zusammen hingehen, Tanz in der Runde. Boogie, Boogie, okay, auf geht's. Ich bin froh, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Bis was? Morgen. Wieso hältst du so schlecht durch? Das geht ja gar nicht. Wer singt hier? Das habe ich echt besser in Erinnerung. Ernsthaft? Das habe ich echt besser in Erinnerung. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Bei die Sims 4 Gruschelleben oder der Ender Baby Challenge. Was halt als nächstes kommt, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber ich denke mal, danach die Baby Challenge. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.